Hallo, mein Name ist Susanne Koos. Ich bin eine wieder heimgekehrte Auslandsösterreicherin und nach 11 Jahren auf Bali kann ich einfach nur sagen, dass es speziell jetzt in dieser neuen Lebensphase mit den Kindern gibt es eigentlich keinen schöneren Platz auf der Welt als Klagenfurt. Und ich glaube, es ist, um das wirklich schätzen zu können, muss man einmal weg gewesen sein. Und bei mir war es so, ich bin relativ jung weg, also die Uni abgeschlossen und bin nach Indonesien. Wir haben ein Schiff gebaut, haben auch 10 Jahre auf dem Schiff gelebt, es betrieben, tausende Tauchgänge. Es war wirklich so die schönste Zeit. Aber wenn es dann an Familie geht, da haben wir beschlossen, wieder heimzukommen. Und da kann ich einfach nur sagen, ich glaube, es gibt, also jetzt mit dem Vergleich, ich war nicht nur in Indonesien, war in vielen anderen Ländern, gibt es für Familie, glaube ich, wirklich wenige Plätze auf der Welt, die mit Kärnten generell vergleichbar sind, weil wir einfach alles haben. Es sind die Berge, es ist die kleine Stadt in dem Fall, wo ich aber sagen muss, gerade mit kleineren Kindern, wenn man alles in naher Umgebung hat, Sport, Bildung, eine saubere Umwelt vor allem, das lernt man auch erst zu schätzen, wenn man einmal in eine längere Zeit in einem dritten Weltland ist, wo es das eben überhaupt nicht gibt. Da gibt es weder Kinderbetreuung noch gibt es Versorgung, wenn das Kind einmal krank ist. Da ist irgendwie, da werden so die kleinen Dinge des Alltags werden zu einer großen Hürde. Und ich glaube, die Leute schätzen das oft gar nicht. Wenn du bei uns innerhalb von 5 Minuten eigentlich überall bist und eigentlich alles haben kannst. Ja, zu mir, es war eine sehr interessante Zeit. Ich würde gerne was erzählen von dieser Zeit in Indonesien. Wir haben eben ein Tauchschiff gehabt im Komodo Nationalpark. Wir waren zu der Zeit wirklich ein Vorreiter. Wir wurden ja auch belächelt am Anfang. Wir haben gesagt, ja, wir gehen nach Indonesien und bauen uns jetzt ein eigenes Schiff. Das ist natürlich so der Punkt, wo die meisten Klagenfurter in dem Fall wirklich eher nur lächeln und sagen, ja, natürlich. Aber ich glaube, wir haben das gut bewiesen, dass alles geklappt hat, dass es funktioniert hat. Wir haben wirklich eine wahnsinnig coole Zeit gehabt mit diesem Schiff. Und vor 3 Jahren sind wir dann wieder heimgekehrt, eben wegen unseren Kindern. Und ich wollte aber nie irgendwie diesen Auslandsbezug verlieren, weil es ist wirklich, wie gesagt, es ist total schön hier, aber ich glaube, um das auch weiterhin schätzen zu können, muss man immer wieder raus. Und deswegen habe ich ein neues Projekt gegründet. Das ist ein Schmuckprojekt, wo ich einfach jetzt versuche, Bali etwas zurückzugeben. Wir haben ein eigenes Hilfsprojekt, das sind die Women of Bali, wo wir Frauen beschäftigen. Also wir haben 6 Damen, die sind teilweise körperlich beeinträchtigt, die unsere Armbänder fertigen. Und weil es eben dort kein Sozialnetz gibt, also das ist wirklich so, die Frauen haben in der Gesellschaft dort einfach wirklich eine niedrige Stellung. Man kann nur ein Beispiel nennen, die sind aus der Erbfolge ausgeschlossen. Also eine Frau kann eigentlich nie was bekommen, weil bevor die Tochter es erbt, kriegt es irgendein entfernter Cousin. Und das Gleiche ist halt für Frauen mit Kindern. Deswegen haben wir so ein Netzwerk aus Working Home Moms, denen wir das Doppelte bis Dreifache bezahlen, wenn sie unsere Armbänder machen, und die werden einfach pro Stück bezahlt. Und wenn die jetzt natürlich ihr eigenes Einkommen haben, steigt ihr Ansehen in der Familie. Und das ist für mich so eine wirkliche Win-Win-Situation, nicht nur geschäftsmäßig, sondern auch persönlich, dass ich quasi, ich lebe im Paradies und bin gleichzeitig immer noch mit meiner zweiten Heimat verbunden und kann auch was zurückgeben. Und es geht ja bei uns, es geht auch, also bei meiner neuen Firma eben Gedankenkraft Schmuck, da geht es viel um Wünsche erfüllen, sich Ziele setzen. Und wenn man jetzt wenn man das jetzt umlegt auch für Klagenfurt, wenn ich da das mit heimbringe, ist dieses,
diese Weltoffenheit, dass man einfach das jetzt nicht als irgendwas, ich sage mal, wenn man jetzt auf die Gedankenkraft geht, wie die Firma heißt, jetzt nicht als irgendwas Hochspirituelles abtut. Man kann es natürlich auch so sehen, aber es ist, wenn man etwas erreichen will, muss man sich das einfach vorstellen können. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt, dass man einfach alles, was man sich vorstellen kann und sich wünscht, das kann auch in Erfüllung gehen, wenn man eben dran glaubt. Und ich habe so ein gewisses Bild gehabt von Klagenfurt, das, was mir als Schülerin, als Studentin immer eigentlich zu eng war. Es war von den Leuten her, das war so irgendwas so der Nabel der Welt. Aber ich glaube, wenn man eben über diesen Tellerrand rausschaut, sieht man das anders. Und das ist etwas, was ich gesehen habe, was sich in Klagenfurt in den letzten Jahren sehr viel getan hat. Ich habe sehr viel weltoffene, kreative Leute getroffen und das ist auch so mein Bild, an dem ich mitbauen möchte für Klagenfurt, dass man da einfach vielleicht sich manchmal selbst nicht so wichtig nimmt und gleichzeitig aber auch groß denkt. Und das ist etwas, was ich aber auch glaube, dass ich das jetzt auch mit meinem neuen Projekt mitbringe, weil ich ganz viele Leute treffe. Und auch, was ich nie gedacht habe, ich wollte zuerst, wir haben gedacht, okay, wir haben hier in Klagenfurt unser Headquarter, aber die Verkäufe werden sich, wir haben uns am Anfang wahnsinnig auf Deutschland konzentriert, sind auf jede Messe gefahren, aber ich merke, dass ich wirklich in Kärnten wirklich viele Anhänger habe mittlerweile, so wie wir bei Ausstellungen sind, und ich sehe es natürlich auch an den Bestellungen, was mir also wirklich auch wieder ein Zeichen ist, weil es eben doch sehr im Trend ist, dass sich da ganz viel getan hat. Und ich bin total glücklich, dass sich das jetzt eigentlich auch so entwickelt hat, auch weil meine Zielgruppe, die erste Zielgruppe waren immer die Yogis, weil das halt in Bali zu der Zeit gerade der Trend war, der hat dann so langsam jetzt übergeschwappt auf Österreich und Deutschland. Und mein großer Wunsch war damals, wie ich von Bali gegangen bin, war eigentlich immer gedacht, oh Gott, jetzt verliere ich mein Yoga, weil das einfach so eine Hochburg des Yogas war. Aber Klagenfurt entwickelt sich gerade zu eben diesen. Es gibt das Namaste am Wörthersee, das jetzt im Juni in die zweite Runde geht. Und ich bin absolut froh, da von Anfang an mit dabei zu sein. Und ich glaube, das ist auch so mein Bild und mein Wunsch für Klagenfurt, dass ich das wirklich trotzdem, obwohl es eigentlich so im Vergleich zu anderen eine sehr kleine Stadt ist, genauso weiterentwickelt, nämlich immer in dieser hohen Qualität. Und ich glaube, das passiert auch. Wenn morgen eine gute Fee käme und du könntest dir was für dein Klagenfurt wünschen, was wäre das? Wenn morgen eine gute Fee käme und mich fragen würde, was ich mir für mein Klagenfurt wünschen würde. Also ich würde mir als Unternehmerin natürlich einen absolut wirtschaftlichen Aufschwung wünschen, weil es muss einfach sein, wenn du die Kaufkraft irgendwo haben willst oder stärken willst, es muss einfach für junge Unternehmen, es muss einfach irgendwo leichter werden, Anreize, und umso mehr sich da ansiedeln. Oder ich sage auch, die Studenten, die sollen ja auch wieder heimkommen. Ne? Ich sage, unsere Jugend geht ja meistens weg, um irgendwohin zu studieren, und die bleiben natürlich oft in den größeren Städten hängen. Also ich würde mir das schon wünschen, dass es einerseits immer als Universitätsstadt wächst, um einfach mehr Jugend bei uns zu haben. Jugend und die jugendliche Kreativität. Mama Klamm-Wörthrath, Klagenfurt und die Kulinarik. Und du fängst immer an mit dem Klagenfurt und die Kulinarik. Mhm. Also Klagenfurt und die Kulinarik, ja, ich liebe asiatisch und da ist es noch nicht so, aber ich glaube, das wird. Klagenfurt und der Sport? Klagenfurt und der Sport, perfekt. Also ich kann absolut, man kann alles machen. Es gibt dieses, die Sportwochen für die Kinder in den Ferien. Also wir nehmen an allen teil und man kann eigentlich mit den Kindern oder für sich selbst, es gibt keine Sportart, die man nicht machen kann. Perfekt, top. Familie in Klagenfurt? Familie und Klagenfurt, es gibt nichts Schöneres. Also ich war noch nie in meinem Leben so glücklich mit meinen Kindern, so wie hier. Frau sein in Klagenfurt und Frau sein in Indonesien. Da gibt es riesengroße Unterschiede und ich glaube, das ist auch wichtig für uns. Wir sind quasi Frauen in der ersten Welt.
wenn man oft unzufrieden ist und die Kärntner oder Österreicher generell, der berühmte Ausdruck Rand, die jammern ja alle so gern. Man muss jetzt wirklich sehen, was wir haben. Und alle Wünsche, die wir haben, sind meistens nur mehr Luxuswünsche. Und wenn man das jetzt mit Frauen in Indonesien vergleicht, die haben wirklich so grundsätzliche Wünsche. Und das ist, wie so gesagt, bei unseren Hilfsprojekt, das wir haben, da geht es nur darum, dass die ein eigenes Geld verdienen. Und allein durch dieses Verdienen steigen die mit dem Ansehen in der Familie oder haben quasi überhaupt irgendeinen einen Stellenwert, weil sie übergangen werden. Und ich glaube, das ist etwas, wenn man so wie wir im Paradies lebt, wo eigentlich alles da ist, und wenn man dann so über seine kleinen Wehwehchen des Alltags oder wenn das einmal, keine Ahnung, bei irgendeinem Amt nicht schnell genug geht, das muss man einfach wirklich sehen, wie gut wir es eigentlich haben, weil es in anderen Ländern das alles einfach gar nicht gibt.